Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatuto, beim Clan True Warriors. Ja, ihr habt's gesehen und ich hatte es ja auch gestern in der Folge angedroht. Heute wieder ein paar Hausbesuche und lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wisst, diese Folgen ziehen sich manchmal bei mir so ein bisschen. Aber ich habe jetzt mal vorher so ein bisschen, ich sag mal, mitgedacht und mitgearbeitet. Und wir sehen hier den Budgie Lover. Das heißt, ich habe mir heute mal Bases rausgenommen, die absolut nicht abgefarmt sind. Alle, die abgefarmt sind und heute nicht drankommen, die habe ich natürlich besucht. Aber ich hatte da auch einen RH8, der in Champion 1 ist. Also der ist sicherlich mal sehenswert, aber er lag halt am Boden. Wir schauen hier gleich einmal in die Base rein und sehen, oh, das ist ein schöner, noch nicht so lange RH10er. RH9er. Und das sehe ich einfach daran, dass er hier die ersten Defensivgebäude nachbaut, die es ja bei RH9 erstmal nachzubauen gilt. Also genauso würde ich auch anfangen. Das heißt also, ich würde erstmal das neue Zeug, das was ich bekomme, erstmal auf das Niveau des alten bringen. Also alles erstmal auf RH8 Status, um dann anzufangen, die neuen Sachen zu bauen. Was mir wirklich gut gefällt hier, ist nicht nur die Aufteilung der Base. Hier könnten vielleicht der Wizard Tower ein bisschen noch in Überschneidung mit der Luftabwehr und auch mit dem, obwohl er hat ja natürlich die X-Bogen auf Luft und Boden, also ja, okay, die unterstützen sich natürlich auch, die hat er auch schon auf 2, hat aber schon alle Armeelager, das finde ich sehr, sehr gut. Ich meine, die laufen auf RH9 auch nur 5 Tage, das heißt also 4x5, 20 Tage bist du von ab und hast hier deine Max-Anzahl an Truppen, also 220. Clanburg hat er schon auf 30er Niveau, sehr, sehr schön. Und positiv fällt natürlich auch auf, dass er gleich weitermacht hier mit den Helden. Die Queen geht jetzt schon auf 11, das ist wirklich krass. Also gerade Queen Level 10 geht ja recht fix. Ab Level 15 wird es ja bei beiden Helden erst schleppend, nämlich immer 7 Tage. Und gefällt mir gut hier und die Truppen sehen auch gut aus. Also er hat das 8er hier voll durchgespielt, voll durchgemaxt. Und das gefällt mir natürlich, das wisst ihr, immer sehr, sehr gut, wenn sich die Leute so die Mühe geben und so die Zeit und die Muße auch haben, hier ihre Base so schön durchzumaxen, wie es hier der Budgie Lover, heißt es glaube ich, gemacht hat. So, ich habe heute auch, glaube ich, auch mal dafür gesorgt, dass ich keine Leerzeichen in den Text habe. Wir haben hier den Fan vom Clan Highflex, Level 12 Clan und 10er King, 15er Queen. Ja, ein bisschen gerade den Golem, ja, den kann man natürlich auf RH8 schon auf 2 machen, denn wie ihr wisst, nenne ich den immer Feuerfänger. Das heißt also, das ist unser Haupttank hier bei Clash of Clans. Der nimmt das ganze Feuer auf sich und die Truppen dahinter sorgen dann für den Krawall. Also den würde ich dann an der Stelle doch hochmachen, denn er befindet sich hier auch relativ hoch in der Liga. Also in der Champions League. Die 2000 Gems hat er sich hier in jedem Fall verdient mit der Base, denke ich mal. Ist schon ziemlich weit, aber sie ist auch sehr, sehr anfällig, muss ich sagen. Gerade hier in dem unteren Bereich, da überdecken natürlich keine Luftabwehren. Gerade die hier, die stehen irgendwie witzlos hier. Also sind wir ehrlich, vielleicht 3 Loons, 2 Larkies oder ein paar Larkies mehr, je nachdem wie die Queen hier rumtippelt. Aber dann sind diese Dev-Gebäude hier schon Geschichte. Und ich finde so eine Base grundsätzlich vom Design, mag sein, dass sie hier hält in dem Bereich. Wir können mal reinschauen, ob er auch deft. 0. Ja, und die kann man haben, aber sie ist natürlich sehr, sehr anfällig. Hier oben geht das gerade noch so, sage ich mal. Hier unterstützen zumindest die Magiertürme die Luftabwehren. Aber ansonsten kommt man hier in diese Base hier doch relativ schnell in die Mitte. Also die, ich finde, die Kritik musst du dir anhören. Die Mitte ist hier schlecht geschützt. Das ist eher, ja, also das ist ein altes Design, hätte ich mal fast gesagt, dass man heute vielleicht nicht mehr so unbedingt nimmt. Clanburg ist natürlich auch super einfach dann zu locken, wenn hier zumindest eine Defensiveinheit weg ist. Und also Queen Walk, Luftangriffe, weil die Queen hier nur außen rum hampelt. Das heißt, du kannst hier die gesamte Base hier komplett mit Lufttruppen machen, ohne dass sie hier eine Queen in die Quere kommt, hätte ich mal fast gesagt. Und die machst du letztendlich hier unten irgendwo ganz piano mit deinem King. So, wen habe ich denn als nächstes? Ich habe als nächstes den ich mir auch schon angeschaut habe. Wir haben als nächstes den Marcello, was sofort auffällt, 166 und Rathaus Level 9. Wirklich, wirklich krass, muss ich mal an der Stelle sagen, denn
Es ist sicherlich hier an den Spenden gelegen. Wir können auch mal reingucken. Ich meine, ich hätte eben schon mal so ein bisschen nachgerechnet. Er hat um die 320.000. Ich liege gerade mal bei 270.000. Also locker 50.000 mehr hier der Kollege oder 40.000 mehr gespendet als ich. Und das ist natürlich wirklich krass. Man sieht das hier auch. Die Ratio hier ist wirklich gut. Und 23er King, 30er Queen. Da brauchen wir uns die Base fast nicht mehr anschauen. Die ist maxed out. Da fließt jedes Lager über. Gold geht noch ein bisschen was. Vielleicht, das sehen wir jetzt nicht, das ein oder andere Mauerstück. Aber fast die gleiche Base, die wir eben hatten. So ein bisschen vom Inneren, so ein bisschen anders. Aber er war hier, glaube ich, auch schon ein bisschen höher. Ja, auch schon mal in Champion 2 und Defense hier aber auch 14 Mal. Also scheint die Base schon ein bisschen besser zu halten. Der Rest ist hier maxed out und ich denke, die Aufteilung passt hier auch. Die brauchen jetzt nicht unbedingt die Luft Defense hier zu unterstützen. Das machen die X-Bogen an der Stelle und natürlich auch die Bogenschützentürme. Hier oben ist man vielleicht ein bisschen anfälliger, weil ein bisschen weniger Dev da ist. Aber um hier in die Mitte dann rein zu gelangen, und die Clanburg ist auch nicht lockbar an der Stelle, also schon sehr, sehr schwer hier. Denke ich mal, ist die Base sicherlich in Ordnung, auch bei der Dev kann man da sicherlich mit leben. Und ich habe hier sofort die nächste bei mir drin. Also schönes Ding hier, keine Frage, hat alles richtig gemacht und 166 in RH9 Bereich ist schon eine Hausnummer. So, hier haben wir den Matti 309, das ist ein Rathaus 8er, habe ich mir eben auch schon angeschaut. Clan Level 13, auch sehr schön hier, die Civitas Nova heißt es, glaube ich. Und gucken wir uns mal an. Maxed out RA8 hier, außer die Mauern hat er noch ein bisschen was zu tun, das ist auch ganz schön. Aber man sieht das hier, Elex-Überfluss, weil er nichts mehr jetzt mit Elex machen muss. Aber die Base hier ist eigentlich so ein bekanntes RA8-Base, schon so ein bisschen aus dem CK-Bereich, denn die Lager stehen ja schon relativ weit außen, auch die Goldlager hier. Das heißt, das signalisiert immer so ein bisschen, ja, ich brauche es nicht wirklich, das ist so eine Art CK-Base hier. Und aber schönes Design hier, finde ich auch immer noch gängig mit allen Truppen zu machen. Also letztendlich Drachenangriffe, Hockangriffe, alles kannst du hier rauflassen und weiß eigentlich nicht so genau, funktioniert das nicht. Also King hampelt hier in der Mitte rum, ist auch immer sehr kritisch. Bei Drachenangriffen fliegen die Drachen denen immer gerne hinterher und der verfolgt die Hocks hier. Größer als sein Umkreis ist, also ist schon, ich finde das Design ist in Ordnung und ich denke mal, der Matti ist auch an der Stelle zufrieden, hat auch ein paar Defenses, das ist ja im R8-Bereich auch nicht unbedingt so, vor allen Dingen auch nicht in Kristall dann, da geht das ja schon ein bisschen los, dass man dann auch schon öfter mal abgefahren wird. Zwei Zauber muss er noch machen, die beiden dunklen, aber sonst denke ich mal, ist das hier eine ganz stabile Base hier und sie ist maxed out R8, Mauern noch und dann bist du durch und hast einen richtig guten Start zu RH9. So, meine nächste Tech habe ich auch schon drin, das ist der Red Apple, so heißt es, vom Clan B-Easy, er ist auch Co-Leader, Clan Level 5 und mit 3200 war er auch schon in Champion, hat sich also auf den Punkt genau vor allen Dingen, super Sache, die 2000 Juwelen hier abgeholt, das ist wirklich gut. Ja, hier hätte man vielleicht den Erdbebenzauber schon mal ein bisschen höher bringen können und auch die eine oder andere Truppe, nämlich die Valkyrie, sie ist ja immer noch zu gebrauchen, so ist er nicht, die ist ja nun nicht ganz außer Welt, aber alles andere geht hier, denke ich mal, Stück für Stück hoch. Die Base sieht auch gut aus. Sie ist eigentlich schon ein bisschen zu stark für die Helden. Aber jetzt gucken wir nochmal. 10 und 11, ja, die ist eigentlich deutlich zu stark für die Helden. Hat die X-Bogen schon fast fertig. Den noch nicht hier. Na, okay. Kann man noch durchgehen lassen. Flächenschaden geht jetzt hoch. Also vermutlich auch noch nicht so lange. Aber dann ist mir immer ein Rätsel, warum die Leute immer unbedingt ihren X-Bogen so schnell hoch haben wollen. Denn, ihr wisst das, man fällt hoch ins Ranking in den CKs und muss dementsprechend unter Umständen stärkere Gegner machen, als man selber ist. Und deswegen lasst euch lieber Zeit, bringt die erstmal auf 1 oder auf 2 und lasst die erstmal, bis eure Helden so 15, 17, 18 sind. Dann macht ihr die schön auf 3, dann bleibt er immer so ein bisschen in eurer Range. Und so ist das hier aber keine schlechte Sache. Also gutes Dorf hier, passt. Und ich habe auch ein bisschen Glück, dass ich erst die ersten schon mal erwischt habe, ohne dass sie abgefarmt sind. Und den ersten Pausenfüller macht heute unser Luca hier vom Clan True Warriors in eine wirklich, wirklich schöne Baumbase, also rettet den Baumbestand hier in Clash of Clans, scheint das Motto vom Don zu sein, vom Clan World Hero, also schön gewachsen hier, schön um die ganzen Büsche und um die Bäume hier, alles gebaut auch, ich sehe auch hier einen Weihnachtsbaum und ist aber noch kein Kuchen in der Base gewachsen,
Aber alles andere, glaube ich, findet man innerhalb dieser Base. Außen sehe ich jetzt den Kuchen, okay. Und wirklich schön gemacht hier. Dadurch hast du natürlich so das ein oder andere Loch hier in der Base. Stört den Luca hier aber nicht, denn er greift mit Minern an. Und da sind dann Lücken oder Mauern. Völlig egal. Manchmal sage ich ja auch, Mauern werden übersprungen, unterbuddelt oder überflogen. Aber manchmal macht es auch Sinn, die ein oder andere Mauer oder überhaupt die Mauern zu leveln, denn ich sehe das vermehrt an meiner Base, die ja sehr, sehr häufig in Clankriegen von RH11 angegriffen wird mit Maxed-Out-Truppen und Helden. Und da hat sich schon die ein oder andere Truppe so am Ende meiner Base in irgendeiner Mauer verhangen mit dem Heiler noch, ich sag mal so 2-3 Bowler mit dem Heiler. Und dann muss der da eine ziemlich hohe Mauer wegmachen, also Mauer Level 11. Und ja, das ist dann natürlich schon krass, das kostet Zeit. Und oftmals hat es dem Gegner so die letzten Prozente gekostet zum 3 Sterne. Also machen auch nach wie vor, glaube ich, durchgemaxte Mauern immer noch Sinn. Auch wenn es hier natürlich keinen Sinn hat gegen diese Flut der Miner hier. Und ich denke mal, war auch ein ganz netter Lot für den Luca hier. Mit 500.000 Gold, 500.000 Elex, also hier schon mal 1 Million. Das Dunkle ist sicherlich auch in Ordnung. Er muss noch ein bisschen Helden machen auf Rathaus Level 10. Aber schönes Ding hier mit dem Bonus aus Meister 3. Ja, schöner Angriff hier vom Luca. Luca ist allerdings nicht mehr bei uns. Der pendelt irgendwie immer zwischen dem Clan von Guso und unserem Clan hier. Keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist halt so. Und wir sind hier weiter in den Text. Das ist der Easy Nerx, heißt es, glaube ich, vom Clan Coming Soo. Ganz frischer Clan hier, Clan Level 1, also hier geht sicherlich noch was. Und wir sehen hier ein RH9, ganz nette Helden, 19er King und 19er Queen. Also ich denke mal, er macht die immer schön abwechseln. Die CK-Truppen, also überhaupt die Truppen, sehen gut aus hier, schön gelevelt. Golem, Hund fehlt jetzt noch, also so viel fehlt hier nicht mehr. Hier hinten bei den Zaubern, da geht noch ein bisschen was, aber auch nicht mehr so viel. Und wir gucken mal in die Base rein. Die sieht nach Maxed Out aus, ja. Ich glaube, die ist auch Maxed. Und da geht hier hinten in dem Bereich hier um den Bogenschützenturm noch ein bisschen Mauer hoch. Und auch hier hinten auf der anderen Seite, ja, macht er gut. Mache ich ja auch immer ganz gerne. Ich mache immer ein Eckchen fertig und dann gehe ich ins gegenüberliegende Eck. Also jeder hat ja so ein bisschen seinen Tick. Aber ich denke mal, guter Account hier. Wir schauen mal, ja, CKs kannst du ein bisschen mehr mitspielen. War es auch schon in der Champions League, also gutes Ding hier, bist sicherlich zufrieden mit deinem RH9 hier, denke ich mal. Und da, wo du jetzt farmst, denke ich, mit einem meiner Lieblinge hier, nämlich mit den Kobolden. Schöne Kombi hier, das mag ich. Farmt man richtig, richtig krass und richtig, richtig schnell Mauern. Aber denk bitte an deine Helden, mach die Helden ein bisschen weiter. Queen geht hier hoch, jawohl, geht auf 20, also ich denke mal. Und der King geht auch. Oh, okay, habe ich jetzt gar nicht gesehen. King geht auch hoch, also wunderbar hier. Alles richtig gemacht, so nenne ich das ja immer gerne. Und schönes Dorf, ich denke, er ist auch zufrieden. Auch die Aufteilung hier, denke ich mal, passt. Er wird auch ein bisschen deffen, jawohl, 14 Deff dazugekriegt. 157 Angriffe, also schön gemacht hier und sicherlich zufriedenstellend. Ja, ich habe gestern noch gesagt, ich nehme eigentlich keinen, oder vorgestern war es, mit in die Dorfbesuche rein vom Clan True Warriors 2. Aber ich nehme jetzt mal einen mit rein, dann habt ihr ungefähr mal ein Gefühl, was wir dort auch für Chars haben. Also das ist der Liche 2.0 hier. Und der ist jetzt schon ein bisschen länger bei uns im Two Warriors 2 Clan mit 10er King und 11er Queen. Also King ist irgendwo stehen geblieben bei RH8. Hat jetzt immerhin, hat man glaube ich auch in einem Angriff gesehen, die Golems auf Level 2. Und ja, der Rest lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Also ich weiß jetzt, ich glaube, er macht den Golem aber im Moment weiter. Ich denke mal, das Labor ist in jedem Fall, ist hier in jedem Fall im Bau, jawohl, da unten das Design dieser Base hier kennt ihr sicherlich, also die Base ist auch schon ziemlich weit hier, aber er lässt den jetzt erstmal in Ruhe hier, ich denke mal nicht wegen, weil er kein Gold hat, sondern unter Umständen des Rankings wegen, und denn er verfolgt auch so ein bisschen ja unsere Folgen hier, aber das Design hier kennt ihr, ich habe die Base hier selber mit meinen RH9ern und modifiziert mit meinem RH10er. Und ich habe diese Base, nenne ich eigentlich nur, das ist keine Trophy Push Base oder so, sondern die Base nenne ich einfach nur Save the Dark. Also hier steht voll im Fokus, das Dunkle hier in der Mitte zu schützen. Und deswegen kann das Rathaus hier auch ruhig so ein bisschen mehr am Rand sein. Ich weiß hier, ich kenne hier jede Falle, ich weiß, wo die Tesla stehen, denn die ist genauso gebaut wie meine Base, das ist meine RH9. Und die hält mal und sie hält mal nicht. Er hat 11 Defenses, also sieht ganz ähnlich aus bei mir, denn es gibt so richtig so diese Ultra-Bases, die immer halten und immer das Dunkle schützen, die gibt es einfach nicht. Und
Sein Potti ist auch relativ leer. Er spielt natürlich mal CKs mit. Da hat er wahrscheinlich die letzten 60, 70.000, glaube ich, sind's, oder 80.000 für, nee, 70, glaube ich, sind's, für den Golem ausgegeben, und der Rest geht hier ganz behende hoch. Wir sehen hier die Hexen am Arbeiten, Luftabwehr geht hoch, da hat er auch schon ein paar oben. Also, gutes Ding hier, und so seht ihr auch mal den Einstieg bei uns in True Warriors 2. Und wir haben die nächste Tech. Wir haben den Dennis 2-0 hier. Auch ein RH9 mit 10er King, 6er Queen. Ja, Truppen hätten auch ein bisschen gekonnt auf Rathaus Level 8 vor allen Dingen. Denn Hockrider auf 4 sind sehr nützlich dort. Wisst ihr selber, greife ich selber sehr, sehr gern mit an. Und auch Valkyrie auf 2, Golem auf 2. Also ja, ein bisschen eingespart hier an der Stelle. Ich hätte fast gesagt, an der verkehrten Stelle leider die Zeit eingespart, denn die Truppen, die braucht man einfach als RH9. Er hat hier zwar jetzt, so wie ich das sehe, eine komische Armee ausgebildet, unter Umständen zum Farm. Ich weiß es nicht, ich hoffe nicht zum CK angreifen, denn da eignet die sich nicht so wirklich mit. Also, das musst du unbedingt nachholen, die musst du auch unbedingt aufbauen. Also gerade Labor hast du ja gemacht, und auch die Clanburg sollte als erstes mit hoch, denn die 5 zusätzlichen Truppen, die hast du in der Def und auch in der Offensive, und vor allen Dingen bei 30 Truppen, da geht immer ein Hund rein, da geht ein Golem rein. Das geht jetzt alles nicht rein, und das sind super Unterstützungstruppen. Und deswegen würde ich dort ein bisschen mehr meine Priorität aufsetzen, als dass ich jetzt hier erstmal andere Def mache. Okay, die Bogenschützentürme, der geht jetzt erstmal noch nachträglich hoch. Und also lass dir Zeit, max dieses Ding hier ein bisschen durch. Mauern hast du auf 8 auch nicht so wirklich viel gemacht, und also da musst du noch ein bisschen an dir arbeiten. Und dann haben wir den nächsten hier, das ist der Nick, der habe ich mir eben auch schon angeschaut, ist nicht abgefarmt, er ist ein Rathaus 7er, und ich denke mal, bis auf die Lakaien und die Schweinereiter hier maxed out. Wir gucken mal, ob er das Rathaus schon hochballert. Nein, macht er noch nicht, super Sache. Also er wartet hier auch entspannt auf das, was da kommt. Vor allen Dingen macht er die Minen und Sammler hoch. Ich wurde heute mal gefragt in einem Clan, sag mal, macht es Sinn, hier die Minen und Sammler hoch zu machen? Und da ist meine ganz klare Antwort immer, ja, es macht Sinn. Man muss sehr, sehr viel Muße und Geduld haben auf Clan-Level, nicht Clan-Level, auf Rathaus-Level 5, denn dort gehen die Minen und Sammler schon auf Level 10 hoch, und das ist eine echte Geduldsprobe, weil die ja natürlich eine lange Laufzeit haben, von 4-5 Tagen, weiß ich, ich habe es nicht im Kopf, aber da muss man sich wirklich zusammenreißen, dass man das Rathaus nicht vorher schon macht, denn man ist natürlich mit dem Rathaus und mit der Def und mit den Mauern viel, viel eher fertig und macht dann unter Umständen die Sammler, und wenn man dann sieht, ach hey je, die gehen auf 10, dann hat man da schnell mal keinen Bock mehr zu. Und gibt dann auf und sagt, ja komm, nächstes Rathaus. Aber das macht der Nick hier nicht. Level 67 ist auch ein guter Level. Schon also 70, und Rathaus Level 7 ist schon nett. Keine Frage, das Ding hier ist, so wie ich das sehe, die hier sind auf 4. Ich weiß nicht, gehen die auf 5, 6 gehen sie, glaube ich, hoch bei Rathaus Level 8. Also die sind durch. Und auch die Base, glaube ich, ist hier durch. Er hat das Gold auch pickepacke voll. Also alle Mauern gemacht, macht jetzt noch Minen und Sammler. Ja, vielleicht geht ja hier im Labor noch ein bisschen. Ich denke mal, wir gucken mal. Ja, die Base hält sogar. Ja, also 8 Defense ist das super. Also, aber ansonsten ist der Nick hier von der dunklen Horde maxed out RH7. Richtig schön, richtig schöner Start zu Rathaus 8. Also da hast du nochmal richtig was vor dir. Das freut mich auch, muss ich sagen. Denn das ist eine schöne Clash of Clans Zeit. Keine Frage. Und das sieht an der Stelle auch richtig gut aus. So, jetzt habe ich doch ein Leerzeichen drin, glaube ich. Jo, eins habe ich drin. Das macht aber nichts, das hatte ich eben auch komischerweise. Das ist der Big Finger, der ist noch nicht ganz so weit, denn er ist ein Rathaus Level 7, mal gerade so 7. Aber na, wir sehen das so ein bisschen. Ja, kleiner Rusher hier, also was heißt kleiner Rusher? Man definiert das immer so ein bisschen an den Mauern, also auf Rathaus Level 6 gehen die Mauern ja nur bis dahin. Das heißt also, er muss jetzt erstmal bei 7 hier die neuen nachbauen, die er jetzt gekriegt hat, und zieht jetzt die Def nach. Also ich glaube, das sieht doch ganz gut aus. Die beiden sind auf 4 hier, ja. Also doch alles richtig gemacht. Tut mir leid, habe ich. Man urteilt das immer sehr, sehr schnell an den Mauern. Ja, oh, der hat ja noch schwarze Mauern. Ja, aber die hat er nachgekriegt, denke ich mal. Und jetzt auf Rathaus Level 7. Und ist sicherlich jetzt dabei, denn die Base ist aktiv. Da sehen wir auch, hier wird fleißig gearbeitet, dass er hier auf einem guten Weg ist, ein guter 7er zu werden. Dritte Luftabwehr hat er schon rausgebracht. Also gutes Ding hier.
auch mal hier reingeguckt. Ja, auch die Base Healthy. Ich gucke hier immer gerne mal rein. Könntest ein paar CK schon mal mehr mitgespielt haben. Gerade jetzt auf 7, aber ich denke mal, du hast jetzt auch gerade erst die Drachen gekriegt. Und die kosten natürlich auch ein bisschen Asche. Und wir gucken mal, aber er hat, glaube ich, keine Truppen ausgebildet. Nee, noch keine Truppen wieder ausgebildet. Mach die Armeelager hoch, 200 Truppen. Kriegst du hier auf Rathaus 7 schon. Und dann hast auch du hier, denke ich mal, einen gesunden Start nach Rathaus Level 8. Beziehungsweise jetzt erstmal 7, aber danach natürlich 8. Okay, das ist unser nächster hier. Das ist der 2612 vom Clan Kunig Dragons. Da muss ich jetzt erstmal, wir gucken uns erstmal den Char an. Denn der ist nicht abgefarmt, habe ich eben schon geschaut. Also richtig schönes Dorf hier. X-Bogen noch nicht so hoch, super. Also dafür echt mal einen Daumen hoch. Ja, und schon richtig schöne, nette Helden hier. 16 und 18, ja. So wie ich es eigentlich eben erklärt habe, ja, zieht die Helden 16, 18, 17 irgendwo auf jeden Fall höher als 15 und macht dann ein bisschen an eurer Base weiter. Also macht gar nicht mal so schnell. Das macht er sicherlich hier auch nicht. Er macht hier schön die Mauern schon mal. Und dann ist man auch ein bisschen zeitgleicher fertig. Denn sonst hast du, wie gesagt, die Base ruckzuck fertig, inklusive der Mauern. Die kosten ja auch nur noch 3 Mille auf 10. Und deine Helden dümpeln irgendwo rum. Aber der 2612 macht das hier absolut richtig. Und hat auch Defenses, also die Base hält auch. Wir gucken mal die Aufteilung. Ja, die ist vielleicht, ja, das, ihr wisst das. Ja, okay. Also hier decken zumindest die Bogenschützentürme so ein bisschen die Luftabwehr mit ab. Ich habe ja immer gern Flächenschaden in der Nähe von der Luftabwehr stehen. Und denn die machen alle nur punktuellen Schaden hier. Und wenn hier natürlich so eine Horde Loons ankommt, so 4, 5 Stück, ja, da macht der Bogenschützenturm natürlich nicht so viel. Die La macht die Luftabwehr. Macht auch nur punktuellen Schaden und so ein Magierturm, der macht dann schon ein bisschen mehr Flächenschaden. Also da vielleicht nochmal drüber nachdenken und dann gehen die Lager auch ein bisschen weiter rein, also zumindest diese hier. Und dann hat man hier komplett diese Ecken hier um diese Luftabwehren hier ziemlich stark geschützt. Oder man tauscht einfach nur die Luftabwehr und setzt sie hier ein bisschen nach innen rein. Denn auch für einen Queenwalk hier über diese Seite hier oben, können die beiden drin sein. Also ein guter Funnel hier gegen Luft kann schon diese beiden Lars bedeuten. Aber hier unten tänzelt natürlich dann noch die Queen rum. Also schönes Dorf hier, hat ja auch verteidigt. Und wir sind in der zweiten Pause. Die zweite Pause ist eigentlich eine erste Pause. Also lasst euch nicht von meinen Text irritieren. Die Pausensachen nehme ich natürlich irgendwann mal auf und zieht es euch einfach rein. Der erste Pausenfüller kommt heute ausnahmsweise mal von mir. Also hier schicker Angriff in Titan auf eine Hör. Ich will mal sagen, ich weiß gar nicht, ob der jetzt so super inaktiv ist oder ob er nur keine Liga hat, aber das war natürlich schon ein Angebot hier. Das war übrigens, wen es mal interessiert, direkt nach dem Stream mein eigentlich letzter zu Bett Angriff, also ein schöner Nachtimbiss hier nochmal für mich und habe mich hier für einen Queenwalk entschieden, weil die Lars hier schön weit an dem Rand sind. Also jetzt hat zwar ein bisschen den Heiler da ein bisschen angekratzt, aber das war jetzt noch nicht so tragisch und funnel hier jetzt erstmal weiter, wusste dann noch nicht so genau, wie kommst du jetzt in die Base, denn ich habe auch in der Clanburg Tunnelgräber und habe natürlich überhaupt kein Heil für die Jungs mit. Also muss ich die irgendwie irgendwo einsetzen. Sehe natürlich mal wieder nicht, dass meine ganze Horde Mauerbrecher hier komplett durchgeht und schmeißt da noch den Sprung. Also der war wieder so unnötig. Unnötiger geht's gar nicht. Aber was willst du machen? Die liefen halt noch. Und ich denke eigentlich nie, dass die so weit durchkommen. Aber teilweise kommen die dann ja doch echt, echt weit durch. Hier bin ich ja bis in die Mitte der Base damit gekommen. Und hatte diesmal einen Fries mit dabei. Und der war auch, denke ich mal, an der Stelle absolut richtig. Also schon starke Base ohne CB hier. Habe mich dann entschieden, jetzt hier unten an dem Kürbis, an dem rechts unten hier, meine Clanburg zu setzen. Denn die Kanone setzt den Bowlern doch ein bisschen zu. Und die ist da noch weit geschützt. Also hier die Tunnelgräber mit raus. Ja, und so habe ich hier mal ein bisschen Lot geholt. Kann sich sehen lassen, denke ich mal. Es gab noch die Titanbonus da drauf. Und ich habe noch den Sternbonus geholt. Also weit über, ja, was sind das dann, knapp weit über 2 Millionen, würde ich mal so sagen. Und schönes Ding hier von mir, also It's Ego hat mal wieder zugeschlagen hier und füllt sich die Pausen selber, aber ich denke mal, war ein schönes Ding hier. Und dann, wie gesagt, mit den beiden Bonis noch drauf, super Sache hier.
Ja, auch ich kann manchmal so ein bisschen rumfahren. Also ich denke mal, zweimal True Voice hier, einmal jetzt nicht mehr ganz bei uns, aber ich habe noch ein paar Tags in der Zwischenablage, nämlich genau 3 Stück. Ich habe mir das so ein bisschen abgezählt hier für die Folgen, dass das in etwa passt immer. Also es sind immer so 15 Bases, mehr kriege ich einfach nicht in so eine Folge rein. Wir lockern das Ganze hier auf, aber ich habe hier mal einen richtig starken RA10er. Das ist der Mile 7 hier von der Dark Elite. Das ist ein Clan-Level. Oh, ich muss mal ein bisschen näher rangehen. Ein Clan Level 6, klar. Und er hat ja ein schönes RH10. Ich denke mal, der sieht fast genauso aus wie ich. Er hat die Farmtruppen hier oben. Ich habe die Miner schon auf 3. Also von der Zeit her, denke ich mal, passt das hier. Ja, ein bisschen mehr CK-Sterne könnte er haben. 371 ist doch ein bisschen wenig für ein RH10. Aber vielleicht spielt man das Spiel natürlich auch anders. Und auch hier sehen wir eine schöne Maxed-Out RH10er Base. Top-Helden hier, gar keine Frage. Und Rathaus geht nicht hoch. Super, er macht also schön die Mauern weiter. Das Labor, denke ich mal, ja, da oben ist es, rennt auch. Und wir gucken mal, ob er in Titan, ja, er hat auch ein paar Defenses. Ich habe auch ganz, ganz wenig im Moment in Titan. Und bin ja auch in der Titan League, allerdings im Moment ein bisschen höher. Ich hatte heute eine recht hohe Defense mit weit über 20 Punkten. Da hat aber nur einer gedroppt. Also da ist keiner an mir gefailt. Und deswegen habe ich im Moment über 4200. Aber schönes Dorf hier, schönes Rathaus hier am Abdecken mit den Infernos und die Luftabwehr hier ein bisschen zu zentral, finde ich die hier sowieso ein bisschen zu weit außen. Ich mag das gar nicht, wenn die so weit außen ist. Und denn sie ist natürlich leicht angreifbar. Er braucht das Dunkle nicht mehr. Also steht der Potty am Rand. Keine Frage, kann man machen, habe ich auch schon mal überlegt. Ja, dass ich einfach mal einen Angriff meinen Pott an Rand stelle und einfach mal hoffe, dass snackt sich einer weg und ich sacke die Pokale ein, weil der sich sagt, ach komm, ich scheiß auf Pokale, aber kriege hier mal so 3.000, 4.000 Dunkles. Habe ich auch schon mal überlegt, mal gucken, wie voll der Potty ist. Ja, geht aber noch. Aber ich denke mal, so wie er das macht, hier mit dem Bowlern, genauso bin ich ja auch im Moment unterwegs. Und schönes Dorf hier, denke ich mal, ist er, denke ich auch mal, mit zufrieden, auch wenn er nicht so viele Defenses hat, bin ich auch. Ja, muss ich dazu sagen, wollen wir mal als RH10 jetzt nicht ganz so viel erwarten hier oben. Und wir sind beim Sunplay COC vom Clan Perplex Medium, also kenne ich auch noch nicht. Ich kann es auch manchmal nicht mehr unterscheiden, welche Texte ich eigentlich schon hatte und welche nicht, aber manchmal entwickeln sich die Dörfer ja auch. Deswegen lohnt es sich sicherlich auch irgendwo mal zweimal reinzugucken. Wir sehen hier einen RA9er, der auch schon in Champion 3 war und im Moment aktuell auch noch dort ist, aber Mensch, mit den Truppen sicherlich schwer. Ich denke mal, er wird viel aus der Luft angreifen. Macht er an der Stelle auch. Oh, schade, eben war das Dorf noch ganz. Oh, Mist. Eben war das Dorf noch ganz. Ihr seht das hier, die Queen. Gerade so am Pennen hier. Ah, schade. Eben war das Dorf noch ganz. Aber ihr erkennt so ein bisschen am Design. Früher war das mal eine coole CK-Base. Heute ist das nicht mehr so wirklich gut. Sieht man hier auch. Also die Base ist wirklich ganz, ganz schnell knackbar. Ob mit 2 Sternen, mit 3 Sternen. Früher hat man sich da sehr, sehr schwer getan. Da war das wirklich so eine Nonplusultra-Base, wo man hier in dieser freien Fläche hier, wo ich jetzt gerade mal reinklicke, ihr seht das jetzt nur in den Kreisen, wo man von hier unbedingt rein wollte und hier natürlich ohne Ende Fallen sind etc. Dann laufen die Truppen hier schön nach außen. Heute geht man hier so rein, wie man es hier eigentlich auch sieht, nämlich hier über diese Ecke. Ja, und geht hier Richtung Rathaus und räumt dann von hinten quasi den Laden hier auf. Aber ist nicht so schlimm. Ärgert mich nur gerade ein bisschen, denn der war vor ein paar Minuten noch da. Und habe ich also doch eine Base hier gehabt, die hier heute mal abgefarmt ist. Naja, leben wir mit. Das ist der Peter hier von der La Familia. La Familia. Ein Rathaus Level 7, so wie ich das sehe, denn er hat Drachen. Und genauso ist es auch. Und er ist ein Mauermuffel, will ich jetzt nicht sagen, aber die hätte man auf 6 schon auf lila machen können. Also gerade die Mauern gehen her in diesen unteren Bereichen hier, wenn du schon die Lager so hast und hast viele Bauarbeiter. Er hat hier, glaube ich, auch nicht so viele. Dann gehen die Mauern hier wirklich, wirklich schnell. Also das Zeug hier ist so schnell reingefarmt. Aber er ist jetzt gerade mal so Level 7. Und wir sehen das hier auch. Der Bauarbeiter baut schon mal an den Lagern. Die dritte La hat er schon mal raus. La, Luftabwehr rausgehauen. Aber er hat die anderen beiden auch nicht wirklich ausgebaut. Also ein kleiner Rascher hier. Ja, also ein bisschen gerusht hier. Lass dir ruhig Zeit und bau das 7er richtig schön aus. Denn das dauert echt nicht lange. Dann bist du auch auf 8. Und ich mache heute, wie immer, in meiner Dorfbesuchsfolge einen Live-Angriff, schalte einmal auf mein Mobile-Device, das ist mir viel, viel lieber. Und dann suche ich schon mal einen Gegner. Bis sofort. So, ich habe jetzt wirklich lange gesucht und ich denke mal, ich habe jetzt irgendeinen Gegner gefunden. Das, was ich ja nicht mehr so unbedingt brauche, ist das Dunkle, sondern wir brauchen ja eher
Gold und Elex, um unsere Mauern vor allen Dingen weiterzumachen. Deswegen denke ich mal, wir starten hier in dieser Base hier. Oh, weiß ich noch gar nicht, wie ich hier starten soll. Aber egal, wir starten hier mal an einer Defense oder an einem Defense-Gebäude. Und ich würde jetzt da starten. Wir starten hier mit einem Queen Walk und gucken wir mal, wie wir uns hier durchschlagen können. Ja, jetzt kann ich. Ich guck mal, wo die Queen so hingeht. Ja, ich gucke erstmal, wo die Queen so hingeht. Und dann schauen wir mal. Jetzt kriegt die ein bisschen Beschuss da. Oh, und Tesla, okay. Das geht aber, hält sie alles noch in Grenzen. Und die wird jetzt sicherlich. Oh, die geht gleich nach dahin weiter, okay. Dann macht die da auch weiter oder geht die jetzt gleich rum? Mal gucken. Es wäre schon mal gar nicht mal so schlecht, wenn die reingeht. Macht sie natürlich nicht. Also geh ruhig weiter, Queen. Das ist cool. So, jetzt ziehen wir die hier mal. Dann haben wir hier nämlich gleich die restlichen Truppen leider auch nicht rein. Dann muss ich mal gucken. Was mache ich denn jetzt? Eieieiei, das ist natürlich doof, dass die jetzt den Weg geht. Und ich habe überhaupt keine Mauerbrecher jetzt mehr. Ich habe meine ganzen Mauerbrecher jetzt vergeicht. Deswegen gucken wir jetzt mal, ob irgendwie was in der Clanburg oder so ist. Komme ich sicherlich auch nicht ran. Ich kann jetzt schlecht die Queen daher gehen lassen und lasse meine restlichen Truppen hierher gehen. Das ist ja wirklich doof. Denke ich mal. Aber ich glaube, es geht nicht anders. Wir müssen das so machen, irgendwie. Schauen wir mal. So, dann soll die hier mal wenigstens reinspringen. Und ich nehme mal hier den einen oder anderen Magier mal einfach so mit. So. Die springen natürlich. Oh doch. Die gehen da rein. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, was ich da gefriest habe, gerade an der Stelle. Aber die gehen zumindest da rein. Und entschuldigt, dass ich gerade mal ein bisschen leiser werden musste. Jetzt muss ich erstmal die Mitte gerade entkehren. Der Inferno muss jetzt auf jeden Fall ganz schnell weg, damit mein King weiter überlebt. Und ich glaube, ja, ich lasse hier nach wie vor so ein bisschen so ein Magier mal mitlaufen und den Bogenschützen den ein. Ah shit, die müssen da jetzt durch die Mauer durch. Das ist natürlich doof. Das ist nicht mehr viel Def. Ich zünde jetzt mal die Queen, dass die ein bisschen mehr da wegmacht an der Stelle. Jawohl, das sieht ganz gut aus. Oh nee, die Riesenbombe. Okay, die tut meinen Truppen da ganz schön weh. Aber den räumen wir ab. Super 12 Pokale hier. Und ich denke mal auch ganz netter Lot. Dunkle sei mal dahingestellt. Aber ich brauche vor allen Dingen Gold und Elex. Ich habe ja schon wieder eine Mauer weitergemacht. Brauche jetzt noch 51. Und dann denke ich mal, sah das gut aus. Cooler Angriff hier. Schöner Abschluss der Dorfbesuchsfolge. Also hat jetzt auch ein bisschen gedauert, das Suchen. Aber ich denke mal, ist nicht so schlimm. Und kann ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem wieder gefallen. Ich habe fast alle Tags abgearbeitet in der einen Datei, in der anderen noch nicht. Oh schön, Sternenbonus gibt es auch noch oben drauf. Und morgen seht ihr bei mir mal wieder so eine CK-Kopfklatsch-Folge. Also bleibt bei mir ran. Bis dahin, euer Toto. Clasht.